co szkoda wejcyk to dijał. Dort spielt der Mensch, wie er kaum witzig ist, dort kehr ich hin. Streit um die S-Bahn Lobau geht in die nächste Runde. Die Gegner, ein paar hundert Bahnfahrer, sie möchten die Station erhalten. Gegenüber die österreichische Bundesbahn, die sie, weil zu wenige Fahrgäste und damit unrentabel, einstellen wollte. Und die Wiener Grünen, die das Verkehrsressort ja übernommen haben, erinnern die ÖBB an ihren Verkehrsdienstvertrag mit der Stadt Wien. Die Station ist beinahe 100 Jahre alt. Ein Skandal der österreichischen Bundesbahnen. Die Station, wir haben sie vor 20 Jahren vor dem Untergang gerettet. Wir, das Volk, das seid ihr, liebe Freunde, haben es geschafft, diese Station wieder zu kriegen. Und wir werden es auch diesmal wieder schaffen. Wir waren so jung und so verliebt, wir haben uns gefunden fürs ganze Leben. Seit Jahren schon wird über die Schnellbahnstation Lobau diskutiert. Laut ÖBB steigen hier zu wenig Fahrgäste zu. Außerdem gäbe es mit der neuen U2-Station Stadlau eine nahe Alternative. Der Wiener Gemeinderat hat sich schon 2010 für den Erhalt ausgesprochen. Und doch, die Schnellbahn hält seit einiger Zeit nicht mehr in der Lobau. Anrainer geben sich damit nicht zufrieden. Eine Bürgerinitiative protestiert weiterhin gegen die Schließung der Haltestelle. Geschlossen und unzugänglich, so zeigt sich die Schnellbahnstation Lobau seit Dezember. Die ÖBB fahren die Station seit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember nicht mehr an. Auch wenn die Züge noch durchfahren, bleiben keine mehr stehen. Der Bürgerinitiative S80 Lobau stößt das sauer auf. Sie möchte den Betrieb aufrechterhalten. Wir wollen, dass diese Station wieder eröffnet wird. Wir wollen, dass die S80 intervallverdichtet wird, dass die wieder fährt, dass man hier wieder einsteigen kann. Und wir wollen, dass wieder die in Viertelstundenintervallen fahren, weil dann ist das für jeden eine gute Verbindung. Und jetzt mit der Verlängerung zum Hauptbahnhof ist es ja super attraktiv, wo die Leute sich das Autopendeln ersparen, sondern mit dem Zug direkt nach Wien reinfahren können. Doch auch die ÖBB haben ihre Gründe für die Schließung. Das Fahrgastaufkommen war sehr, sehr gering und ist auch in den letzten Jahren deutlich weniger geworden. Bei der Diskussion um die Schnellbahnstation Lobau treffen vor allem die Argumente Notwendigkeit und Kosten aufeinander. Während sich die Bürgerinitiative für die Anrainer und potenziellen Fahrgäste heute und in der Zukunft einsetzt, argumentieren die ÖBB vor allem mit wirtschaftlichen Argumenten. Wir müssten hier natürlich grundlegend sanieren und um die Station barrierefrei zu machen, müssten wir sie auch um mehrere hundert Meter verlegen. Deswegen kommt eine sehr hohe Summe zusammen, nämlich 14 Millionen Euro. Wir investieren hier Steuergeld. Wir glauben nicht, dass es angemessen ist, 14 Millionen Euro für 50 Fahrgäste am Tag zu machen. Und es gibt vor allem in der Nähe ein attraktives Angebot mit der U2, mit der Schnellbahn und den Regionalzügen in der Station Stadlau. Die Initiative S80 Lobau sieht im Ausweichen auf die Station Stadlau oder auf das Auto keine Alternative und will sich auch weiterhin für einen Erhalt der Schnellbahnstation einsetzen. Wir werden weiterhin dranbleiben, wir werden die Politiker segieren, dass sie das einfach wieder aufsperren und Aktionen machen. So stark mächtig von dir. Dort spielt der Mensch, wie er kaum winzig ist, dort kehr ich hin, in den Lobau. An der Donau, in der Lobau. Es ist die Station Lobau. Es ist die Station Lobau. ÖBB Station Lobau. Wir haben die Station Lobau. Wir waren so jung und so verliebt. Wir haben uns verliebt. Das ganze Leben. Genau. Mit Robert haben wir schon gefeiert.
Kommt, wir machen ein schönes Erinnerungsfoto. Die Anzeige ist wieder laut. Achtung! Es fährt ein Zug mit mir. Ein Zug wird kommen. Ein Zug wird kommen. Kinder, was ist die Schulfahrt? Gehen wir jetzt irgendwo hin? Ja, jetzt gehen wir da hin. Das Gemeinschaftshaus. Ah, okay. Wie toller Kopf ist ohne Wasser rund. So stark und mächtig für die Augen. Dort spielt der Mensch, wie er kann und winzig ist, dort kehr ich hin, in den Lobau. Wenn die sagen dann, sie brauchen die und die Aufnahme. Aber sie haben uns das schriftlich gegeben. Ja. Das ist etwas anders. Ja, also das will ich Ihnen nur sagen. Das ist was ganz anderes. Da haben sie versucht, Dinge, uns einen Schmäh zu erzählen. Also, und wenn die ÖTB behauptet, dass zur Aktivierung dieser Station jetzt eine die und die Summen brauchen, da habe ich vorhin schon gesagt, ja, dann hat es halt viel Sinn, wenn wir uns herstellen und sagen, na, das ist nicht der Fall. Ja, die Lehren oder so irgendwas. Ja, weil die lernen sich zurück, sagen, es ist so. Und das ist weder möglich auszujudizieren oder sonst irgendwas. Sondern ja, aber da kann man eher gereicht, die Länge der Station. Ja, es gibt natürlich, es werden immer verschärfte Gesetze und so weiter wegen Barrierefreiheit. Ja. Aber ich glaube schon. Ich habe bei Straßen dieselbe Situation. Ich kann Straßen, wenn manche, so wie es jetzt ausbaut, sind so. Ja. In dem Moment, wo ich es angreifen tue und weil ich es komplett neu gestalten muss oder mache, ja, müssen wir sich an die bestehenden Bestimmungen halten. Das heißt, die Randsteine müssen die und die Breite haben, also die Gehsteige und. Also mit der Zuglänge hat das nichts zu tun. Das ist auch eines der Argumente, was haben. Die ÖBB selbst behauptet, gleich jetzt mit, dann ist es besser, ja, dass die Station zu kurz ist und man quasi nicht ausstellt. Das ist langfristig, ja, ist, halt langfristig ja, ist das der Fall, das vielleicht. Das ist kein Gemeinderatsbeschluss. Aber ja, auch Bestimmungen einstimmig sogar, an den halten wir uns auch. Dass die Gemeinde einstimmig bestimmt und beschließt. Ja, aber die ÖBB ist nicht die Gemeinde. Ja, aber ihr müsst doch als Politiker euch auch durchsetzen. Ich meine, warum gibt es dann Gemeinderatsbeschlüsse diesbezüglich, wenn es sowieso nur verpufft? Wenn man schon bei Bestimmungen sind. Naja, anscheinend schon, weil die Station ist geschlossen worden. Ja, ja. Nochmals, also es verpufft nicht, sondern es ist schon ziemlich neu. Entschuldigung, es ist... Wir machen nichts, ich weiß nicht, wo ich da oder? Probieren Sie es einmal. Nein, aber eine Willenskundgebung selbst, dass ich sage, und da ist es so, dass die Stadt Wien und alle Fraktionen auch im Gemeinderat, im Bezirk ja auch, wollen, dass diese Station erhalten ist. Das ist ja eine Macht, bitte. Das ist ja eine Macht. Die müsst doch die ÖBB locker schlucken. Gemeinde Wien, bitte. Gemeinde Wien. Wenn, entschuldigen schon, die ÖBB argumentieren mit einem Schmäh. Ja? Das ist Fakt, ja? Das haben wir schriftlich. Das ist, wenn man, ich meine, wenn man jetzt die Fakten auf den Tisch legt, haben die ÖBB versucht mit einem Schmäh zu argumentieren, dass die Station so viel kosten muss, weil man sie entweder in Richtung Donau oder in Richtung Stadlau verlegen muss. Ja? Wenn jetzt befugte Stellen, und ich meine jetzt konkret die Baudirektion, der Bürgermeister, das Präsidialbüro des Bürgermeisters, die Planungsstadträtin, wer auch immer. Ja, es sind ja viele Leute zuständig, sowohl in der derzeitigen Stadtregierung, sowohl von den Grünen als auch von der SPÖ. Wenn man mit den ÖBB mal Tacheles redet und dann sagt, passt auf, das stimmt nicht, ihr macht jetzt einen Plan der Verlängerung oder des Ausbaus, der Renovierung der Station an dieser Stelle, wo sie jetzt ist. Und wenn ihr es nicht macht, dann macht es die MA18 zum Beispiel. Das muss ja auch gehen. Oder dann beauftragt man ein Ingenieurbüro mit so etwas. Na, und dann schauen wir mal weiter. Also ich meine so, dass man sich ständig von den ÖBB irgendwelche Schmähs erzählen lassen muss, kann es auch nicht sein. Und wenn man sich so belässt, wie sie jetzt ist, hat es am Anfang geheißen, vor 4 Jahren 650.000 Euro. 160.000 war der erste. Erste war 160.000, dann waren es 640 und jetzt sind es 14 Millionen. Die Rechnung, die können es auf 30 Millionen anrechnen. Also was wir machen können, ist im Grunde genommen, dass wir jetzt einmal ganz ein offizielles Schreiben von Seiten des Bezirkes, die Stadt könnte auch, aber ich kann es als Bezirk machen, dass ich an die ÖBB schreiben und das sollen wir jetzt einmal definitiv stellen. Wie viel kostet es tatsächlich, wenn die Station aufgemacht wird? Was müsste man jetzt wirklich in die Hand nehmen, da es scheinbar unterschiedliche Kostenschätzungen gibt, um das so zu formulieren? So hart so, der Kollege kann das jetzt formulieren. Aber man darf sich nicht von der ÖBB festlegen lassen, dass das nur geht, entweder irgendwo auf der Donaubrücken oder in Stadlau. Ja? Ja. An der derzeitigen Stelle mit Verlängerung Richtung Raffineriestraße. Die Magistratsabteilungen, die euch genauso sagen können, was ist richtig, was ist falsch und kann man es anders machen. Also es muss eine Art Gegengutachten
Dörfer aufgestellt werden. Das habt ihr, die Leute habt ihr. Oder einfach nur die Holzfeine wieder weg und einfach nicht, der Zug soll einfach stehen bleiben. Der ist jahrelang so stehen geblieben. Wir brauchen keine neue Station. Ich gehe nicht her und wer jetzt da wirklich unterstellen, der ÖPB, das wäre eine Tour mit der ÖPB, das behauptet, aber der Fahrgastrat schreibt sich schriftlich und was gibt es her. Also wenn es tatsächlich jetzt, wenn die zurückgezogen haben, die Meter brauchen wir keine Hochwert messen, kann er jeder. Das ist nicht das Problem. Das Schreiben der ÖPB an die Bürgerinitiative über den wahren Kurvenradius. Ja? In der Mediation sind wir noch angefeuert worden, dass wir das nicht glauben, was die ÖBB da sagen. Das sind ja Fachleute. Mhm. Sie haben es uns mündlich gesagt, wir wollten es uns schriftlich. Na, und es war genau so, wie wir es ausgerechnet haben. Ja. Sie haben sich um über 100 Meter verrechnet, die lieben ÖBB. Fakt ist, die ÖBB hält uns am Schmäh. Das ist ja leider so und das macht sie immer noch. Und da dürfen wir ja nicht auf den Leim gehen und darum haben wir den Bezirksvorsteher und der wird die Sache also ich kann offiziell von seitens des Bezirkes Anfang an die ÖPB stellen, ja, mit all den offenen Fragen. Auf die Zeichen einmal, wenn die Anfragen nutzen nichts. Auf die Zeichen steigen, sie sind doch groß genug mit dem Gewicht. Ich bin nicht der Schlaugerste, das musst du gehen. Mehr bin ich nicht, also wenn man politische Ausrichtungen hat, will man das Beste für die Bevölkerung machen. Das ist halt geplant. Zeigt sich ja auch darin, dass sowohl auf Bezirksebene als auch auf Gemeinderatsebene die Beschlüsse dementsprechend fest sind, dass sie abgeschlossen sind. Der Bezirksvorsteher hat die Bauer. Wir stützen sie. Wir stützen sie einfach, damit sie da haben gemeinsame Sache gemacht. Aber wir sind ja Steuerzahler und wir zahlen jetzt zusätzlich die ÖBB. Ja, aber steuert jeder Steuerzahler. Ja, eben, sag ja. Deswegen können wir ja sagen, wir wollen die Station. Dort spielt der Mensch wie er kann und winzig ist, dort kehr ich hin, in den Lobau. Ich lieg daheim in meiner Gegend, an der Donau. Also, sagt, ich überreiche Ihnen hiermit das Manifest für die Donaustadt. Wir haben das in Zusammenarbeit mit einigen Fachkundigen zusammengestellt. Die Punkte sind teilweise nicht neu und wir würden uns wünschen für die Donaustadt, dass man einfach neben dem Straßenverkehr auch ein paar andere Maßnahmen ergreift, um dem Autofahrer auf der einen Seite den reibungslosen Verkehr zuzugestehen und auf der anderen Seite den öffentlichen Verkehr, Ausbau von Pendlerverkehr, von Niederösterreich und vielen anderen Dingen zu erreichen. Grundsätzlich ist ja klar, wir brauchen eine Erweiterung und keine Reduzierung vom öffentlichen Verkehr. Das gilt jetzt nicht nur für die U-Bahn-Linien, für die Autobuslinien, für Straßenbahnlinien. Da werden wir verstärken müssen, da werden wir mehr Mittel zur Verfügung stellen müssen. Es gilt auch für die Schnellbahn. Wobei gerade bei der Schnellbahn werden auch Intervallverdichtungen nicht nur sinnvoll, sondern das will man ja auch. Wobei auch das ist wieder, also vor kurzem im Stadt-Umland-Management haben wir Diskussionen vorgehabt, die sagen wieder oder die argumentieren wieder, und das müssen wir uns im Detail noch anschauen, dass es zwar derzeit möglich ist, auf allen Nebenbahnen oder die außenliegenden Fahrbahnen oder Gleise, dass man dort die Intervalle verdichtet, war ja nicht das Problem, aber die fahren wohin? Ja, und wenn sie am Hauptbahnhof hinfahren, dann dort bist du reduziert auf die Gleise, die es da gibt. Ja. Und dort kannst dann, also du kannst das. Ich sage jetzt so, was das Argument ist. Über die das ist ja nicht so ausreichend. Und dann, die müssen mehr, die haben kein Management. Die können sie nicht verkaufen. Das ist wie eine halbe Stunde. Man kennt nicht, das haben wir schon mal gehabt, das war super. Ja. Das sind total also selig. Sag ich mal, als Stadtsteller, dass ich von seitens der ÖPB jetzt eine Stellungnahme haben möchte, für den, jetzt will ich nicht sagen Vorwürfen, aber zumindest für die Behauptungen, die angestellt wurden, dass Zahlen der ÖPB nicht passen. Ja. Da hätte ich ganz gerne mal eine Stellungnahme, vom Radius beginnend, was möglich ist, ob man die Station machen kann, wie viel die Kosten sind, etc. etc. Das müssen wir mal hinterfragen. Und wie gesagt, die Behauptung selbst, also wenn die ÖPB sagt, das kostet so und so viel, dann kann man zwar leicht hergehen und sagen, das stimmt nicht, aber selbst für mich als Bezirk, ich kann nicht hergehen und unterstellen, dass mir die ÖPB anlegt. So? Sie halten mal das Mikrofon, das wäre super. Wir arbeiten ein Positionspapier aus und überlegen uns gemeinsam, welche Punkte Sie da übernehmen können oder welche Punkte Sie wiedergeben können und wo Sie um Aufklärung bitten. Aber das machen wir jetzt da nicht irgendwie zwischen Tür und Angel. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Die Frage ist, wie kann man es tatsächlich machen? Die Stadt Wien selbst müsste jetzt wieder neue Verhandlungen mit der ÖPB in diesem Zusammenhang führen. Und neue Verhandlungen wird es nur geben, wenn es neue Erkenntnisse gibt, beziehungsweise wenn aus
unserer Sicht jetzt die Daten, die die ÖBB oder die Begründungen, die die ÖBB vorgelegt haben, nicht stimmen. Weil wenn sie stimmen, ja, dann ist das eben die Grundlage dessen, warum die ÖBB diese Station eingestellt hat. Was wir halt nicht machen sollten, und das ist zumindest jetzt einmal verhindert worden, ist, dass man sagen wird, ich mache jetzt da schon Nägel mit Köpfen, weil ich bin überzeugt davon, wenn ich heute hergehe und sage, ich drehe jetzt die Autobusstation, aber was nicht notwendig ist, ja, dann ist das ein Schritt dessen, dass man schon kapitulieren wird und sagen wird, dann wird auch die S-Bahn-Station Lobau sicher nicht mehr aufgesperrt werden. Also das wird einmal nicht passieren, aber das ist eine der Maßnahmen, die ich machen kann. Aber dass die Schnellbahn wieder fahren dort, ja, das muss die ÖBB im Rahmen der Verhandlungen mit der Stadt Wien wieder eingeleitet werden, und dazu brauchen wir zumindest geänderte Grundlagen als dessen, was die ÖBB jetzt angegeben hat, warum sie einstellt. Und wie gesagt, ich verstehe Ihnen, ich bin auch überzeugt davon, dass Sie überzeugt davon sind von Ihren Argumenten, ja, aber das hilft mir nicht weiter. Ich kann der ÖBB nicht sagen, es stimmt nicht, was du sagst, sondern ich kann nur dann, wenn ich eine schriftliche Stellungnahme habe und dann stimmen irgendwelche Zahlen, Meter etc. nicht, ja, dann kann man darauf reagieren. Aber Betonieren. Warum sind sie so effizient beim Betonieren? Weil das ein Geschäft ist. Aber es ist auch eine Dienstleistung. Und die Leute haben kein S-Bahn und nichts. Ja, ich bin der Giulio Zampi und wohne da im 22. Bezirk. Ich bin ein Bürger, zahle meine Steuern und wie jeder Bürger habe Pflichten und Rechte. Nur ich habe oft das Gefühl mit den österreichischen Behörden oder Machthabern, dass sie eher dann nur Rechte haben und weniger Pflichten gegenüber den Bürgern. Ich will eine Alternative zum Auto haben. Und also die Uhrzeiten von den öffentlichen Verkehrsmitteln sind intensiv, nur in gewisse Uhrzeiten, aber dann lassen nach. Aber man könnte es stärker intensivieren. Ich denke, die S-Bahn sollte wieder in Betrieb gehen. Und aber nicht nur zweimal in der Stunde, sondern drei- oder viermal in der Stunde. Damit wir wissen, dass sie da ist und dass wir sie dann benutzen können, wenn wir sie brauchen. Mein Name ist Philemon und ich lebe hier in der Lobau, also in der unmittelbaren Nähe von der Station S80. Die seit Dezember geschlossen ist. Und mein Problem ist, dass diese Station für meinen Schulweg besonders wichtig war. Ich habe früher mit der S-Bahn 20 bis 30 Minuten in die Schule gebraucht und jetzt ohne Station ist es fast eine Stunde, die ich für die Schule brauche, und pro Tag sind das dann natürlich zwei. Und ich merke es inzwischen an meiner Zeit, dass die wirklich viel weniger geworden ist. Und ich verstehe es nicht, warum die Station zugemacht wurde, obwohl die viele Leute verwenden würden. Sie wäre die perfekte Alternative für die verstopfte Tangente. Aber scheinbar wollen die ÖBB das nicht haben, dass da viele Leute fahren. Sie wollen den Steuerzahler scheinbar nur verarschen mit Argumenten, die teilweise sogar widerlegt sind. Und deswegen mache ich auch bei der Bürgerinitiative mit und kämpfe weiterhin für die Erhaltung der Station. Hallo, ja, ich bin der Alfred. Ich wohne also ganz in der Nähe von der Station Lobau. Bin jetzt seit Beginn der Initiative mit dabei, versuche mich dafür einzusetzen, das Beste daraus zu machen. Ich finde es halt ewig schade, dass man den öffentlichen Verkehr nicht weiter ausbaut, dass man es zulässt, eine Station zu schließen, die doch eine sehr, sehr gute Alternative bietet, um in den Süden zu kommen. Zum Beispiel einen sehr wichtigen Kunden, der in Meidling seinen Firmensitz hat. Und es gibt einfach keine bessere Verbindung, um dorthin zu kommen. Also die jetzige Alternative, die uns vorgeschlagen wird, umzusteigen mit Bus und U-Bahn und Schnellbahn, das ist einfach ein enormer Rückschritt. Das ist ewig schade. Ich würde es begrüßen, ich würde mir es wirklich wünschen, dass man eine Lösung findet, wieder die Station Lobau zu eröffnen. Uns wird immer wieder gesagt, der Neubau kostet so wahnsinnig viel Geld, aber vielleicht kann man mal über den Tellerrand hinausdenken und vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, um nicht so wahnsinnige Summen investieren zu müssen. Vielleicht geht es auch einfacher, man muss ja nicht immer alles vergolden. Vielleicht sollte man noch mal den Kopf schief halten, vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, das wäre wirklich super. Mein Name ist Ernst Nevrewe und ich bin Bezirksvorsteher der schönen Donaustadt. Die Donaustadt
ist ein junger Bezirk, ein moderner Bezirk, ein Bezirk, der ständig wächst, weil die Menschen zu uns kommen wollen. Wir sind ein Bezirk, der die höchsten Zuwachsraten hat. In den nächsten 10 Jahren werden rund 30.000 neue Bürgerinnen und Bürger in die Donaustadt ziehen. In den nächsten 20 Jahren werden es ca. 55.000 sein. Dann werden wir einwohnermäßig der größte Bezirk in ganz Wien sein. Und da gibt es viele Herausforderungen, aber auch viele Chancen. Wir wachsen, der Wohnbau selbst ist ein großes Thema in der Donaustadt und mit dem Wohnbau auch viele andere Probleme, die wir im Bezirk haben. Wir müssen die Menschen in die Arbeit bringen, wir müssen die Menschen von ihrer Wohnung in die Arbeit bringen. Da machen wir viel im öffentlichen Verkehr, haben wir schon viel gemacht. Wir sind der einzige Bezirk mit 2 U-Bahn-Linien. Wir sind der Bezirk, der eine Straßenbahn hat, die beide U-Bahn-Linien und eine dritte U-Bahn-Linie noch in der Floridsdorf miteinander verbindet. Wir haben im Sekundärnetz im Bezirk, das heißt im Busliniennetz, sehr viel getan. Viele neue Buslinien, Intervallverdichtungen, die ständig durchgeführt werden. In der Donaustadt kann man innerhalb von 15 Minuten von jeder Stelle der Donaustadt zum hochrangigen öffentlichen Verkehrsnetz machen. Und wir müssen auch bei der Schnellbahn nachjustieren. Die Schnellbahnlinie selbst, und das ist einer der Gründe, warum ich heute hier bin, ist, die Schnellbahnstation Lobau wurde leider von seitens der ÖBB aufgelassen. Und es wird an uns liegen, zu versuchen, diese Schnellbahn wieder zu aktivieren, damit die Bewohnerinnen und Bewohner, die hier zusteigen wollen, auch möglicherweise in absehbarer Zeit wieder ihre Station haben. Das würde mich sehr freuen. Dafür kämpfen wir. Das versuchen wir. Danke. Mit aller Kraft ins Donauwasser rund, so stark und mächtig für dich auf. Dort spürt der Mensch, wie er kann und winzig ist, dort kehr ich hin, in den Lobau. Ich lieg daheim in meiner Gegend, an der Donau, in der Lobau. Wir sind die Station, wir brauchen die Station Lobau. Wir waren so jung und so verliebt, wir haben uns gefunden fürs ganze Leben.